Buenos días. Guten Morgen allerseits. Zunächst einmal möchte ich Folgendes ankündigen. Die Experten von heute Morgen haben sich freundlicherweise bereit erklärt, sich darum zu bemühen, ihre Reden so zu halten, dass wir dann hinterher auch mindestens 10 Minuten Zeit haben für die Diskussion mit dem Publikum, jeweils nach den Redebeiträgen. Und das finde ich sehr schön. Ich bedanke mich dafür bei den Rednern und damit beginnen wir jetzt auch gleich. Wir kommen zur Tagesordnung für heute. Der gestrige Tag war ja äußerst fruchtbar und wir haben gestern die politischen Institutionen gehört, den Vertreter der Frankophonie, Vertreter der europäischen Institutionen und die Leiter der Dolmetschdienste von unterschiedlichen Organisationen, internationalen Organisationen. Zum einen haben sie also darüber gesprochen, welches der Daseinsgrund der Mehrsprachigkeit ist. Und dann ging es auch darum, dass es wichtig ist, neue Generationen von Linguisten auszubilden, ganz besonders Konferenzdolmetscher. Insbesondere natürlich, um die Vielsprachigkeit gewährleisten zu können, auch in der Zukunft. Heute nun werden wir die Forschung hören und auch die akademische Welt. Wir werden also zunächst einmal uns in die faszinierende Welt der neuen Technologien begeben und dann, mit Verlaub, Herr Weigel, geht es also um die perfekteste Maschine, die es meines Erachtens gibt, nämlich unser Gehirn. Gut, und damit möchte ich auch sofort schon Herrn Weibel das Wort erteilen. Er ist Professor an der Universität Karlsruhe in Deutschland und auch in Pittsburgh in den Vereinigten Staaten. Und viele von Ihnen wissen ja, er ist eine Referenz international in Bezug auf die automatische Übersetzung. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vice President Martinez. Herr Vizepräsident Martinez, Frau Generaldirektorin Cosmidu, Herr Direktor Juan Carlos Jiménez Marín, ja, es ist eine wunderbare Gelegenheit, eine große Freude, hier sein zu können und vor Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist wirklich ein beeindruckendes Publikum, vor dem ich hier diesen Vortrag halten kann. Letzte Woche hatten wir auch die Gelegenheit, das Parlament zu besuchen und wir konnten auch sehen, was Sie hier machen bei der Übersetzung, bei der Verdolmetschung. Und die Dolmetscher hier im Parlament beeindrucken mich wirklich sehr, muss ich sagen. Ja, Dolmetscher, nicht Übersetzer, Dolmetscher. Und Sie dolmetschen ja hier in 24 Sprachen. Und das ist wirklich ganz unglaublich, so etwas tun zu können. Ich spreche 5 Sprachen, aber ich wäre nicht in der Lage, 3 Minuten lang diesen Job zu machen. Denn die Konzentration und auch das flüssige Arbeiten ist ja ganz wichtig und ich finde, deshalb sind diese Dolmetscher sehr faszinierend. Gut, heute also werden wir Folgendes betrachten. Ich möchte also schon vorwegschicken, es geht also gar nicht darum, die Arbeit von menschlichen Dolmetschern zu ersetzen. Das wird niemals die Absicht sein. Also, deshalb möchte ich sagen, heute wird es gehen um solche Technologien, die man für den Rest von uns einsetzen kann. Wir müssen uns ja auch daran erinnern, der Traum in Europa, der Traum aller ist ja, miteinander zu kommunizieren und uns zu verstehen. Und in den meisten Fällen können wir eben gar nicht die ganzen Mühen auf uns nehmen und das Geld, das, was hier im Parlament aufgewandt wird. Deshalb beginne ich jetzt mit meiner Rede. Wir alle wissen natürlich, dass wir in einem globalen Dorf leben. Wir arbeiten zusammen und die Welt wird immer globaler, globalisierter. Es gibt also immer mehr Austausch, Kommunikation und ganz besonders in Europa ist es natürlich eine wichtige Aufgabe in Europa, unabhängig von welcher Sprache diese Trennungen zu überwinden. Ja, jetzt kann es Leute geben, die sagen, ja, wir sollten alle die gleiche Sprache sprechen, aber es gibt auch einen anderen,
Trend, der in die andere Richtung geht. Und da besteht man auf die kulturelle Vielfalt, auf die Schönheit der einzelnen Sprachen, der Unterschieden und der einzelnen Länder. Stolz und Individualismus, das muss man auch verstehen, wenn man eben auch unsere Brüder und Schwestern weltweit möchte ich verstehen möchte. Und das ist eigentlich auch der Knackpunkt. Wie können wir also dieses globale Dorf sozusagen leben, ohne unsere Identitäten zu verwässern? Nun gut, ich denke, alle verstehen das, ganz besonders versteht man das in Europa. Und wir haben also hier diese ganzen Sprachen, viele Dialekte, und da ist das natürlich eine enorme Herausforderung, das zu bewerkstelligen. Und derzeit also haben wir Übersetzung durch Menschen oder eben gar nicht. Die meisten Konferenzen, bei denen ich anwesend bin, die finden in mehr oder weniger schlechtem Englisch statt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie gut eigentlich die Menschen in Europa Englisch sprechen. Also diejenigen von Ihnen, die glauben, dass jetzt einfach auf Englisch zu sprechen die Lösung ist, dann möchte ich Ihnen doch sagen, schauen Sie sich mal die Schaubilder an. In den verschiedenen Ländern in Europa sprechen nur 30 bis 40% gut genug Englisch, um wirklich miteinander ins Geschäft zu kommen. Das heißt, das muss man eigentlich über Bord werfen als Lösung. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht wünschenswert, das überhaupt zu tun. Was kann man sonst als Lösung ins Auge fassen? Menschliche Verdolmetschung und Übersetzung. Etwa 500.000 Übersetzer gibt es weltweit, 150.000 etwa arbeiten in Europa. Sie können mich gerne korrigieren in Bezug auf die Zahlen. Das sind unsere Ergebnisse und ein Markt von 31 Milliarden Dollar sind das. Die EU ist einer der größten Märkte. 1,3 Milliarden Euro werden ausgegeben für Übersetzung und Verdolmetschung. Weltweit, das ist beeindruckend. Wie gesagt, ist man da einzigartig. Also mit diesen 24 Sprachen. 6.000 Sprachen gibt es ja weltweit. Und wenn jetzt man jeden in jede Sprache übersetzen wollen würde, müsste man 36 Millionen Übersetzungsrichtungen anbieten. Das ist ja eigentlich nicht möglich. Das ist jetzt nur ein Bruchteil dessen, was deshalb wird eben nur ein Bruchteil dessen, was übersetzt werden könnte, übersetzt. Und wie gesagt, da geht es jetzt also um Texte und bei Reden ist es noch anders. Es gibt etwa 300.000 Konferenzen pro Jahr in Europa und nur 1% oder weniger werden verdolmetscht von wirklichen Dolmetschern. Bei YouTube werden jede Minute 13 Stunden Videofilme eingestellt. Dann haben wir also das Fernsehen, Vorlesungen, Regierungen, Universitäten, Unternehmen. Da wird also ständig produziert. Sitzungen, Telefongespräche, Gespräche bei Reisen, Treffen und so weiter. Das sind alles Gelegenheiten, bei denen wir miteinander sprechen und normalerweise machen wir das eben in unserer jeweiligen Sprache. Die Frage ist nun, was wir tun können. Ich glaube, dass es eine enorme Herausforderung ist, die man nicht alleine mit nur den menschlichen Bemühungen stemmen kann. Und einen Teil unserer Zeit und unseres Geldes müssen wir eben dem zuwidmen, technische Lösungen zu finden. Die Frage ist, ob die Technologie Lösungen bieten kann. Es ist natürlich sehr schwierig, wirklich Reden zu übersetzen oder zu verdolmetschen von der einen in die andere Sprache. Und wir arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren an diesem Problem. Ganz grob gesagt haben wir hier 6 unterschiedliche Schritte in 2 Richtungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Englisch ins Spanische dolmetschen möchte, dann muss zunächst einmal ein Redeerkennungssystem gegeben sein. Da muss also die Rede in Text umgesetzt werden. Das zweite Modul wäre dann ein Übersetzungssystem. Da wird der Text vom Englischen in einen spanischen Text umgewandelt und auf der anderen Seite brauche ich dann ein System, das das dann auch Spanisch ausspricht, also eine spanische Rede, damit der Partner das dann hören kann. Wenn die andere Person antworten möchte, dann brauchen wir wieder eine spanische Spracherkennung, eine Übersetzung vom Spanischen ins Englische und dann eine Umsetzung vom Text in englische Sprache. Ja, viele Jahre lang hat das jetzt aber so funktioniert, aber erst vor kurzem haben wir jetzt verstanden, dass es unmöglich ist, solche Systeme wirklich zu programmieren, denn da bräuchte man sehr viele Regeln, um menschliche Sprache wirklich zu verstehen. Das heißt, es geht jetzt um automatische Lerntechniken. Wir haben Maschinen, die wir Ihnen heute vorstellen möchten und die werden also sozusagen mit Daten gefüttert und so lernen sie sozusagen. Es gibt also enorme
Datenvolumen. Da kann man ins Internet gehen. Wir können da Daten einsammeln im Internet weltweit, um dann Daten zu schaffen, mit denen wir die Systeme sozusagen trainieren können. Da können wir dann auch Übersetzungsdaten schaffen. Und mit den Daten können dann die Lernmaschinen weiter lernen und sich in ihrer Aufgabe verbessern. Gut, Details möchte ich jetzt gar nicht allzu sehr ausführen, wie das alles funktioniert. Aber Sie können sich das so vorstellen. Das sind sozusagen Wörterbücher, aber auch Gedächtnisse für Zusammenhänge. Und da werden also auch Statistiken zusammengetragen, so dass man also immer besser lernen kann, wie Wörter übersetzt werden und wie sie auch im Kontext verwendet werden, jeweils in den entsprechenden Situationen. Das sind also Techniken und da haben wir jetzt vier Phasen, in denen wir forschen. Zu Beginn der 80er, 90er gab es also Forschung, die zum Beispiel Janus, das war eines der ersten Systeme, da konnte man also einen Satz aus etwa 200 unterschiedlichen Sätzen sprechen und 5 Minuten dauerte das dann und dann bekam man dann auch auf der anderen Seite einen Satz wieder raus. Aber man musste eben dann schon dafür sorgen, dass der Satz syntaktisch in Ordnung war und wie gesagt lediglich aus einem bestimmten Pool von Wörtern bestand. Also nicht besonders praktikabel. Dann gab es eher spontane Systeme in der nächsten Jahrzehnt. Das heißt, man kann sich ja auf einen bestimmten Rahmen beschränken, auf einen Bereich, aber nicht in Bezug auf Vokabeln kann man sich beschränken, auch nicht was die Zeit betrifft. Also zum Beispiel zögert man ja manchmal, man sagt mal auch räuspert sich und so weiter. Und alle diese Dinge müssen eben auch überwunden werden über das System. Ja, glücklicherweise haben sich da zwei Richtungen ergeben und wir können die jetzt auch in der echten Welt anwenden. Wir haben einmal mobile Konsekutivverdolmetschungsgeräte. Also sie sind mobil und können also auch umhergetragen werden. Das ist gut für Reisende. Humanitäre Missionen können sowas anwenden, auch im Gesundheitsdienst, bei der Polizei, beim Militär ist das wichtig für die Regierung zum Beispiel, wenn man eben mobil ist und ja, vor Ort auf arbeiten muss. Dann ein zweiter Aspekt, das ist also die Simultanverdolmetschung eher lokal. Also zum Beispiel sind das Nachrichten, die gesendet werden, Seminare, Vorlesungen an Universitäten, Reden der Regierung und so weiter. Wir beginnen erstmal mit dem Teil der mobilen Konsekutivverdolmetschung, wenn man jetzt irgendwo vor Ort ist, im Feld sozusagen. Und da möchte man jetzt einen Satz sagen in seiner Sprache und man möchte, dass das System das verdolmetscht in die andere Sprache und man wünscht dann eben auch, dass die andere Seite in ihrer eigenen Sprache antwortet. Und das sollte man auch verstehen. Wir machen das bei humanitären Missionen. Das hat man vorher mit wirklichen Dolmetschern gemacht, aber Dolmetscher sind eben nicht immer wirklich zur Verfügung, gerade in Krisengebieten. Und man hat also da auch mit Wörterbüchern schon gearbeitet und anderen Hilfsmitteln, aber das ist häufig problematisch, denn da entsteht auch nicht immer so für perfekte Dolmetschung. Und es geht natürlich dann schon auch um Vertrauen und um Sicherheit, denn man weiß ja nicht, ob der Dolmetscher, den man dann zum Beispiel vor Ort findet, wirklich eine getreue Verdolmetschung anbietet. Wir haben also Folgendes getan. Wir entwickelten Systeme, die für Reisende gut sind. Dann haben wir ein kleines Unternehmen gegründet. Man möchte versuchen, also wirklich ein tragbares Gerät zu schaffen, das wir alle kaufen können. Und das kann man dann auch über diese App-Stores verbreiten. Also mit einem Smartphone kann man solche Apps ja herunterladen. Und das ist dann eine entsprechende Software. Unser kleines Unternehmen und unsere Software heißen Jibigo, das können Sie sich auf Ihr iPhone oder auch auf ein Android-Telefon runterladen, arbeitet derzeit in 10 Sprachen. Wir haben das jetzt oder möchten das aufstocken auf 15, 40.000 Wörter etwa sind enthalten in dem gesamten Vokabular und Internet ist dafür nicht erforderlich. Also das läuft allein auf dem Telefon. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, gerade beim Gesundheitsdienst, humanitäre Einsätze, Militär und so weiter, denn vor Ort hat man eben nicht immer Internet. So sieht das aus. Wie gesagt, das ist eine App, runtergeladen auf ein iPhone oder auf ein iPad und Sie können sich dann die Sprachenpaare, das Sprachenpaar aussuchen. Now to preface this, Apple liked it. Noch was. Also Apple hat das so gut gefallen,
Also, und die haben dann auch Werbung geschaltet, weltweit, in Amerika, Kanada, Japan und ups. To Spain after college. And with my iPhone, I checked out hostels before booking them. Shared pictures as I went. My mom loved that. And I even downloaded this app, which became my personal translator. Where's the train station? ¿Dónde está la estación de tren? All I really needed was my iPhone and my passport. So we were of course very happy with this commercial. Diese Werbung fanden wir eigentlich ganz prima, aber damit Sie sehen, dass das wirklich funktioniert, habe ich jetzt auch mein eigenes iPad mitgebracht. Also da können Sie es dann auch besser lesen. Sie können dann zum Beispiel am Tisch sitzen und können dann jemanden sagen, Hello, it's nice to meet you. Agradable conocerle. Schön, Sie kennenzulernen, auf Spanisch in diesem Fall. Und auch andersrum. I have a problem, I have a cold. Tengo un problema, que tengo un resfriado. Desde cuando que lo, sometimes we make mistake. ¿Cuánto tiempo lo han? How long it? No hablo español muy bien. I do not speak Spanish very well. Pero tengo esta máquina. But I have this Mackie. Tengo esta máquina. I have this Mackie. Sometimes we make mistakes. Algunas veces es que. We are making mistakes on occasion. Estamos haciendo errores ubicación. With this machine, we can describe our problems. Bien, esta máquina que podemos describir problemas. So, with these devices, we have. Also mit diesen Geräten haben wir jetzt Folgendes gemacht. Das ist jetzt möglich für mehrere Geräte und Sie sehen, da werden auch Fehler gemacht. Wir bemühen uns also wirklich sehr darum, diese Fehler zu korrigieren. Menschen machen ja auch Fehler. Und faszinierend ist ja auch unsere Eigenschaft, die Fehler wieder auszubügeln. Und diese Geräte können auch korrigiert werden. Also man kann die zum Beispiel schütteln, wenn die was schlecht übersetzen. Und dann verschwindet also der Vorschlag wieder. Sie können den Text dann auch eintippen und so weiter. So können Sie dann Input und Output korrigieren. Wir lernen auch von den Korrekturen, denn jedes Mal, wenn wir Korrekturen vornehmen, bekommen wir neue Daten und ausgehend davon verbessern sich unsere Systeme auch. Wir wenden die Systeme auch bei humanitären Einsätzen an, weltweit. Das sind jetzt zum Beispiel Situationen, wo wir solche Geräte brauchen, wo Dolmetscher vielleicht zur Verfügung stehen, aber eben nicht in dem Maße, in dem wir uns das wünschen würden. Sie sehen, das ist ein Arzt, der ist hier in Thailand. Das sind jetzt US-Militärs und südostasiatische Militärs zusammen. Die machen jährlich eine Übung und medizinische Aktionsprogramme werden hier getestet und man versucht eben, sich einzustellen auf Zivilkatastrophen, Naturkatastrophen. Und man möchte eben versuchen, Menschen vor Ort zu helfen. Wir testen das jedes Jahr in Thailand. Das sind jetzt Bilder aus dieser Übung jetzt hier in Kambodscha. Da kann es eben schon auch Sprachprobleme geben. Wir brauchen dann Möglichkeiten, um das zu überwinden, um den Menschen zu helfen und wirklich humanitär. Das ist das Stichwort hier. Wir helfen vielen tausenden Menschen pro Jahr und das natürlich multinational. Übersetzung und Dolmetschen ist hier ganz wichtig. Sie sehen hier Menschen in Kambodscha. Jetzt sind wir in Honduras. Das ist eine Organisation in Pittsburgh, Shoulder to Shoulder. Die arbeiten also in Honduras. Und eine Klinik in Pittsburgh, die unterstützt das. Und das sind also ehrenamtliche Ärzte, die da arbeiten, die nicht unbedingt Spanisch können und die nehmen dann die Geräte mit vor Ort, um mit den Patienten zu kommunizieren. Das ist natürlich alles sehr, sehr aufwendig. Wir verbessern uns und ich hoffe, dass ich davon überzeugt habe, dass man eben in diesen Situationen nicht immer damit rechnen kann, einen wirklichen Dolmetscher dabei zu haben. Und natürlich sind die Menschen nicht so gut wie Dolmetscher, aber in diesen Situationen ist es ganz wichtig, auf diese Maschinen zählen zu können. Und
Wir müssen natürlich auch immer auf eine offizielle Stimme der Regierung uns verlassen können und wir wollen aber eben auch diese Möglichkeiten haben. Jetzt möchte ich noch einen zweiten Aspekt ansprechen, einen zweiten Bereich der Anwendungen, nämlich die Simultanverdolmetschung. Also viele Applikationen arbeiten ja gar nicht so, wie ich das gerade beschrieben habe, dass Sie zum Beispiel einen Dialog mit jemandem führen in einer anderen Sprache. Wenn Sie zum Beispiel Fernsehen, eine Vorlesung hören, Parlamentsreden, Sitzungen und so weiter, Vorlesungen, wie gesagt, also das ist ja einfach ein weiterlaufender Strom, ein Fluss von Informationen. Da kann man nicht einfach abwarten, bis dann jemand eine Pause macht und fertig ist, um das dann zu übersetzen. Natürlich haben wir sehr viele Daten aus dem Europäischen Parlament. Da können wir aufbauen, die Systeme weiterentwickeln. Wir haben also begonnen, mit diesen Systemen zu arbeiten. Da wird also Simultanverdolmetschung angeboten. Universitätsvorlesung, da haben wir ein ganz spezielles Problem, denn da haben wir keine Dolmetscher, aber Studenten, zum Beispiel, die kein Deutsch können bei uns an der Uni. Und deshalb ist es für uns sehr interessant, auch Tools anzubieten für diese Studenten, damit die eben auch eine Vorlesung in Deutsch mitverfolgen können und den Inhalt der Vorlesung verstehen können. Das heißt, jemand spricht in einer Sprache, die sie nicht verstehen. Das ist natürlich schwierig für sie. Und wir möchten es ihnen ermöglichen, den Inhalt zu verstehen. Die automatischen Systeme sind natürlich nicht so gut wie wirkliche Dolmetscher und Übersetzer. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einem Land ohne Verdolmetschung und Sie verstehen überhaupt nichts von dieser Sprache, kein Wort, dann freuen Sie sich natürlich schon über ein System, das Ihnen ein bisschen hilft und ein bisschen verdolmetscht. Dann können Sie ein bisschen etwas mitverfolgen und vielleicht so den Sinn der Konferenz verstehen. Eine Studentin sagt uns, dass die Studenten sagen uns, dass das wirklich sehr schwierig ist. Sie verwenden sehr viel Zeit darauf, Deutsch zu lernen, mehr Zeit, als sie eigentlich mit ihrem eigenen Studieninhalt verbringen. Und dann müssen sie sich auch einschreiben in Kurse oder vorher noch die Sprache lernen, bevor sie nach Deutschland kommen. Und wir möchten natürlich die Studenten nicht abschrecken davon, Deutsch zu lernen. Ganz im Gegenteil, wir möchten sie ermuntern. Aber wir haben ja auch das Phänomen des Brain Drains international. Und wir möchten, dass Leute nach Deutschland kommen, selbst wenn es diese Hürde der Sprache gibt. Wir werden auch finanziert von der Kommission. Es gibt dieses Projekt EU Bridge. Da werden solche Dienste entwickelt. Das wird finanziert von der EU. Und da sollen solche Dienste angeboten werden für uns, die übrige Bevölkerung. Die Systeme, die Sie hier sehen, sind Systeme, die Erkennung und Übersetzung haben, so wie vorher auch. Aber dann gibt es auch noch das Problem, dass ich mitten in meinem Satz ja nicht immer Punkt, Komma, Semikolon sage, sondern dass das System erstmal herausfinden muss, wo ein Satz endet, um eine Übersetzung zu erstellen. So ein ständiger Monolog stellt natürlich dann besondere und zusätzliche Herausforderungen dar. Zweites Problem. Wie wird die Rede gehalten, wie wird das Output gegeben für die Leute im Saal. Also Sie alle sprechen unterschiedliche Sprachen und Sie haben jetzt alle einen Kopfhörer auf, aber man kann sich das auch anders vorstellen. Man kann zum Beispiel Output erstellen, indem direktionelle Redner gegeben sind oder Sie haben zum Beispiel so eine Brille auf, dann haben Sie also alle Ihren persönlichen Übersetzer. Sie sehen das sozusagen dann so in der Brille. An der Uni Karlsruhe sehen wir Folgendes: Ein System, das über das Internet übersetzt und so als Instrument zur Verfügung steht. Das heißt, man hört die Vorlesung, die Rede wird an einen Server übermittelt, über einen Computer und an dem Computer wird das dann erkannt, übersetzt in die andere Sprache und dann über eine Webseite angeboten. Das heißt, der Student bringt seinen Laptop mit oder seinen Computer, was auch immer, und damit kann man dann das Transkript, die Übersetzung also mitverfolgen, persönlich. Man kann selbst also dann die Übersetzungssprache sozusagen auswählen und das dann mitverfolgen. Das macht man über Server, die wir mit dem Projekt einrichten, und die bieten dann solche Verdolmetschungs- und Übersetzungsdienste in unterschiedlichen Sprachen. Das haben wir diesen Sommer in Deutschland bei 4 Vorlesungen eingeführt.
Deutsch, Englisch ist dann die Sprachrichtung. Andere Sachen machen wir auch, zum Beispiel automatische Übersetzung von PowerPoint-Vorträgen. So können Studenten die deutsche PowerPoint-Slides nicht verstehen. Die können das dann auch auf Englisch übersetzt bekommen. Nach der Vorlesung steht dann die Vorlesung zur Verfügung als Skript auf dem Server. Dann können die Studenten sich das anhören oder lesen, nachdem die Vorlesung gehalten worden ist. Das ist eine Archivversion. Wir können dann auch eine Suchfunktion anbieten. Es ist ja übersetzt und transkribiert worden. Man kann ein Schlüsselwort eingeben und darüber dann die Vorlesung bekommen und dann Erklärungen dazu bekommen. Jetzt gibt es natürlich bei der Forschung immer noch sehr viele Herausforderungen. Wir möchten uns ja verbessern. Also wie gesagt, der ständige Monolog. Es gibt nicht unbedingt Pausen, Kommas und so weiter in meiner Rede. Der Redestil, man redet schnell, aber eventuell auch fragmentiert. Manchmal hustet man, es gibt Melodien, man singt, man lacht. Das alles muss bewältigt werden. Und zum Vokabular, wir haben natürlich spezialisiertes Vokabular. Gerade natürlich bei einer Uni-Vorlesung können Sie sich vorstellen, dass da viel spezialisierte Terminologie verwendet wird. Das heißt, da gibt es ja eben bei den Vorlesungen spezielle Begriffe. Ich bin ja zum Beispiel auch darum gebeten worden, von den Dolmetschern meine Slides, meine Unterlagen einzureichen, damit die Dolmetscher sich vorbereiten können. Also wie gesagt, das ist eben schon wichtig. Es geht eben um Vokabular, technische Begriffe und so weiter. Das alles muss auch dann noch sehr schnell erfolgen. Das ist für menschliche Dolmetscher, für wirkliche Dolmetscher ein Problem. Und für die Maschine eben auch, ohne große Verzögerung zu verdolmetschen, damit man eine Vorlesung mitverfolgen kann. Deutsch ist für uns eine besondere Herausforderung. Das können Sie vielleicht sich vorstellen. Auch diejenigen, die Deutsch können, ja wissen, dass wir dieses dumme Problem haben, dass das Verb immer am Ende steht. Manchmal muss man minutenlang warten, bis man herausfindet, wie die ganze Geschichte nun endet. Dann haben wir auch die Endungen, die wichtig sind, und diese furchtbar langen zusammengesetzten Wörter, die auseinanderklamüsert werden müssen. Also das heißt, es gibt da eine gewisse, ja, sehen Sie, Worterkennungsfehlerrate, ein Wort auf Deutsch, vier Wörter auf Englisch. Terminologie, haben wir gesagt, technische Begriffe, Formeln. Wenn zum Beispiel eine Formel verwendet, dann möchte man das nicht unbedingt so transkribiert sehen, man möchte dann die Formel sehen. Es gibt auch Zweideutigkeiten. Ein Beispiel, das Wort Vorzeichen wird dann in sein übersetzt, das ist Plus oder Minus, aber Vorzeichen kann natürlich auch etwas anderes bedeuten. Ein Vorzeichen, auf Englisch dann Omen, also viele Wörter haben mehrere Bedeutungen, das kann man nicht immer eindeutig übersetzen. Dann haben wir auch noch das Problem mit englischen Wörtern in anderen Sprachen, iPhone, iPad, Laser und so weiter auf Deutsch. Das wird aber in einem deutschen Vortrag dann Englisch ausgesprochen und führt auch zu Problemen. Und wenn man dann auf Deutsch zum Beispiel erzählt, dass man etwas downloadet, dann wird das eben auch dekliniert zum Beispiel, konjugiert. Und dann, wie gesagt, also downloaden, downgeloadet, da werden also Sprachen zusammengemixt. Das ist also wirklich ein großes Problem, Herausforderung, was mit den Sprachen ständig gemacht wird. Für Dolmetscher und Maschinen erfordert das ständige Anpassung. Also die Maschinen müssen sich ständig anpassen, das ist wichtig. Und wir verwenden ja auch die Schaubilder von einem PowerPoint-Vortrag. Und Sie sehen, da haben wir dann die Terminologie. Wir nehmen Untersuchungen vor im Internet anhand dieser Dokumente und ausgehend von diesen Dokumenten verwenden wir dann die Begriffe für das System. Ja, das Problem ist jetzt natürlich, wie wir davon ausgehend zu den 6000 Sprachen kommen zum Beispiel. Da haben wir sehr große Forschungsarbeit geleistet. Das muss billiger gemacht werden, effizienter. Wir brauchen neue Systeme eben auch für Sprachen, für die nicht so viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Man weist mich darauf hin, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich darf jetzt ein paar folgende Punkte ansprechen. Ist Maschinenverdolmetschung möglich? Wir glauben ja. Die Ergebnisse dieser Maschinen werden sich noch verbessern. Sie arbeiten ja mit Internetdaten. Das heißt, je mehr Internetdaten es gibt, desto besser werden sie auch werden. Und wie gesagt, die Vielfalt ist groß im Internet. Ersetzen wir Dolmetscher?
Nein, sage ich da ganz klar, die Qualität der Maschinenübersetzung ist sehr viel schlechter als die von Dolmetschern und natürlich mangelt es auch an menschlichem Urteilsvermögen und Gespür. Aber es geht gar nicht um einen Wettbewerb zwischen den Menschen und der Maschine. Es geht eigentlich um uns, den Rest der Menschen. Um diejenigen, die nicht den Luxus, die Möglichkeit haben, in den Genuss von so wunderbarer Verdolmetschung zu kommen, wie sie das hier haben. Und in den meisten Fällen ist eben die Realität schlechtes Englisch oder gar keine Kommunikation. Und das führt natürlich zu sozialen Herausforderungen. Ja, wollen wir wieder zurück ins Mittelalter, wo nur die gebildeten Leute verstehen, was die Regierung und die Kirche sagt? Nein, das wollen wir nicht. Wir würden uns Übersetzung für alle und auch für uns wünschen. Behindern wir jetzt das menschliche Erlernen von Sprachen? Nein, das ist auch nicht der Fall, denn es ist ja so, dass Menschen jetzt Zugang haben zu dem, was andere Menschen zu sagen haben. Und das ist auch motivierend und fördert Interesse am Erlernen von Sprachen. Und einige unserer Geräte werden ja auch verwendet, um Sprachen zu erlernen. Unsere Aufgabe also besteht darum, Verständnis im mehrsprachigen Umfeld und Integration für alle zu bieten. Wir möchten Vielfalt von Sprachen und das kulturelle Erbe fördern und bewahren. Europa muss also hier auch das effektiv unterstützen. Wir wollen nichts outsourcen, nichts auslagern an andere Unternehmen. Wir müssen diese Dienste anbieten. Das können wir nur erreichen, wenn wir uns öffnen und integrieren. Menschen- und Maschinenunterstützung. Das ist ganz wichtig. Beide Bereiche sind wichtig. Und deshalb glauben wir, dass wir eine Symbiose brauchen und Lösungen, die einsetzbar sind, die sich ersetzen, ergänzen und die menschlichen Bemühungen mit Unterstützung von Maschinen noch vollkommener machen. Und ja, mit all dem hoffe ich, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick gegeben habe in das, was es geben wird, was kommen wird. Und es geht im Grunde um eine Symbiose. Danke. Muchísimas gracias, Dr. Weibel. En primer lugar quisiera también ganz herzlichen Dank, Herr Weibel. Der Vizepräsident lässt sich heute entschuldigen, denn er kann leider nicht weiterbleiben. Sie haben jetzt das Wort, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben. Weiß nicht, ob die Technik hier weiter funktioniert, während Sie Fragen stellen, aber wie dem auch sei, wenn Sie das Wort wünschen, jetzt oder nie, bitteschön. Ebru. Thank you very much for a fascinating talk. Ja, herzlichen Dank für diese faszinierende Rede. Ich habe zur Antizipation, zum Antizipieren eine Frage. Sie haben Deutsch und Türkisch angesprochen, da steht das Verb immer hinten. Im Türkischen ist es noch schlimmer, weil noch was hinzugefügt werden muss. Sie sagten, ein Wort auf Englisch bedeutet manchmal vier auf Deutsch. Ja, das ist das Problem mit den Komposita. Auf Deutsch gibt's diese langen zusammengesetzten Worte. Donau, Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Wer Deutsch versteht, versteht das natürlich. Das ist ein langes Wortungetüm. Und wer Deutsch kann, weiß, wie schwierig das ist, weil diese Nomina auch dekliniert werden. Und da muss man sich wirklich überlegen, wie man sowas übersetzt. Türkisch hat natürlich eine sehr reiche Morphologie. Das ist ein Riesenproblem. Wir machen das mit einer Morphinenanalyse, die die Worte aufbröseln. Auf Japanisch gibt es das auch, auf Russisch. Also komplette Sätze müssen zerlegt werden in Morphine und dann werden die übersetzt und werden in der anderen Sprache wieder zusammengesetzt. Heißt es, der Text kommt zuerst? Also die Rede vor dem Text, dann wird es zerlegt und wieder zusammengesetzt. Also das Gerät antizipiert nicht wirklich, wie Dolmetscher das tun. Ja, ich würde es mal folgendermaßen sagen. Also ich glaube, zwei Dinge kommen hier zusammen. Das Verb zu antizipieren ist ein riesiges Problem, wenn man aus dem Deutschen arbeitet.
wenn ich sage, ich registriere mich für die Konferenz nächste Woche, dann heißt es auf Deutsch, ich melde mich und so weiter und so fort an. Und ob man aber seine Anmeldung dann absagt oder verschiebt oder so, das merkt man dann erst an dem Suffix, das ganz am Ende des Wortes hinten dran gehängt wird. Die Dolmetscher können dazu sicher viele Anekdoten erzählen, denn wenn man daneben liegt, wenn man falsch rät, dann muss man am Ende des Satzes alles wieder umkehren und sich verbessern. Und das ist in der Tat eine Fähigkeit, die menschliche Dolmetscher haben, weil sie den Inhalt verstehen und sich dann gegebenenfalls korrigieren. Mit einer Maschine geht das nicht und typischerweise fällt das Wort am Ende einfach weg und man hat dann einen unfertigen Halbsatz. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für die Forschung, das wir versuchen in den Griff zu bekommen. Aber wir sollten auch im Hinterkopf behalten, dass es für den Dolmetscher teilweise auch ein Erinnerungsproblem gibt. Man muss sich teilweise an 10 Minuten Rede erinnern, bevor man dann dolmetscht. Für die Maschine ist das kein Problem, denn eine Maschine kann eine stundenlange Rede speichern. Also auch da stellt sich wieder die Frage nach der Symbiose. Es gibt bestimmte Dinge, die Maschinen sehr gut können und es gibt andere Dinge, die Menschen sehr gut können. Und wenn man das zusammenfügt, dann ist das wahrscheinlich der Weg in die Zukunft. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? St. Petersburg, bitte. Спасибо большое, очень интересный доклад. И понятно, что это неизбежная линия. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Das sind wirklich hochinteressante Entwicklungen im Übersetzen und im Dolmetschen. All diese internationalen Prozesse, die da auf den Weg gebracht worden sind, war wirklich interessant. Sie scheinen sich vor allem auf technische linguistische Komponenten zu kontrollieren. Und hier stellen sich ja viele Fragen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die Konsequenzen im Hinterkopf behalten für die nächsten 5-6 Jahre, vor allem mit Blick auf die Weiterentwicklung der maschinengestützten Übersetzung. Hier fand ich wirklich sehr interessant, was Sie auch am Ende Ihres Vortrags sagen, vor allem im Hinblick auf die Motivation von Menschen, neue Sprachen zu lernen. Aber man darf natürlich nicht die Illusion schüren, dass es leicht sei, neue Sprachen zu lernen. Das ist sicher ein großes Risiko, das hier wirklich besteht. Und das ist vor allem wichtig, auch in Gesprächen mit Menschen über die Weiterentwicklung der Welt, wenn man sich mit Leuten über sowas in Fremdsprachen unterhält. Also in Sachen maschinengestützter Übersetzung müssen wir uns auch überlegen, welche harmonisierenden Trends es hier geben könnte. Vor allem unter Beachtung der Tatsache, dass ja auch Leute ermutigt werden müssen, Fremdsprachen zu lernen. Dann noch ein weiterer Aspekt. Wie sieht's bei dem Nutzen aus? Klar ist, dass die maschinelle Übersetzung auch in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden soll. Welche Kontexte stellen Sie sich da konkret vor und welche Folgen hat das dann für die Dienstleistungen, die wir heutzutage schon anbieten? Das ist ja vor allem auch wichtig für die Ausbildung der neuen Generationen von Übersetzern und Dolmetschern. Die müssen sich auch den neuen Bedingungen anpassen können. Danke. I agree. I think the ja, da stimme ich Ihnen zu. Sie haben völlig recht mit dem, was Sie sagen. Ich glaube, wir müssen Dolmetscher vor allem für die Situationen ausbilden, in denen man sich Dolmetscher leisten kann und wo es auch praktikabel ist, weil Dolmetscher bessere Arbeit leisten, den Inhalt besser verstehen und die Bedeutung dessen, was gesagt wird. Maschinen übersetzen ziemlich mechanisch, wie wir es gerade gesehen haben, und sie machen dabei auch Fehler. Das heißt, sie sind nicht so gut wie Menschen, vor allem wenn Details und Nuancen wichtig sind. Das machen Menschen natürlich besser, weil Menschen verstehen, was man vermitteln will. Sie verstehen Inhalte. Und ich glaube, in der Diplomatie sind Dolmetscher wichtig bei humanitären Missionen zum Beispiel. Da hat man halt lieber Menschen, weil ein Mensch
nicht nur dolmetscht, sondern er hilft auch, wenn es darum geht, eine Kultur zu verstehen, zwischen Menschen zu kommunizieren. Also Menschen können hier wirklich sehr viel mehr als Maschinen. Und wenn ich darauf wetten sollte, wie man in der Zukunft die Leute ausbilden sollte, würde ich darauf setzen, auf hohe Qualität und vor allem auch die Mission und die Arbeit eines Dolmetschers im Auge zu behalten. Für routinemäßige Dinge, also Zeitungen und so weiter, wo man sich nicht jeden Tag Übersetzer oder Dolmetscher leisten kann. Und wenn ich in der Universität unserem Rektor sagte, dass wir 10 Dolmetscher haben wollten für jeden Vortrag, dann wird man mich auslachen. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Also hier entstehen Chancen für die anderen von uns, für die, die sich einen groben Überblick über das Gesagte verstehen wollen. Und ich glaube, maschinengestützte Übersetzung ersetzt nicht das Lernen von Fremdsprachen. Man lernt Fremdsprachen, weil man sich für andere Kulturen interessiert. Und das bedeutet, man reist auch dahin. Wenn man Dinge nicht versteht, dann reist man auch nirgendwo hin, wo man die Sprache nicht versteht. Wenn man kommuniziert, dann versteht man. Und wir haben dafür auch Beweise, dass das so passiert. Wenn die Leute mit Geräten in ein Land raten und so ein bisschen was von den Menschen verstehen, dann interessieren sie sich auch mehr dafür, etwas über die Sprache und die Kultur zu lernen. Und daran arbeiten wir. Elisabeth Krone de Arte. Ich möchte gerne Französisch reden. Das gesprochene Wort ist ja schon etwas ganz anderes als das geschriebene Wort. Das hat mit der Emphase, mit der Satzmelodie zu tun. Ich arbeite oft aus dem Deutschen. Dolmetscher aus dem Deutschen, also die Satzmelodie ist oft auch entscheidend, um zu antizipieren, welches Verb am Ende des Satzes kommt. Und das ist ein Bereich, den man normalerweise oft vergisst. Hier erfolgt die Übersetzung oft, als wäre es ein geschriebener Text, und in dieser anderen Dimension liegt vielleicht eventuell auch eine Lösung. Ja, das ist natürlich auch richtig, was Sie da sagen. Zunächst mal möchte ich Sie auf ein Problem hinweisen, das noch trivialer ist als das, was Sie sagen. Das Zögern beim gesprochenen Wort ist extrem schwierig für Maschinen. Menschen haben damit aber keine Schwierigkeiten. Wenn Sie sich an Telefongespräche mit Ihren Familienangehörigen erinnern und versuchen, die zu transkribieren, und Sie würden dann das Transkript nachlesen ohne Fehler, dann würden Sie glauben, dass die Leute, die das produziert haben, betrunken waren, weil die Leute oft stottern, sich unterbrechen und so weiter. Und in unserem Gehirn filtern wir das automatisch. Da fällt das alles weg. Also lesbare Texte zu produzieren ist ein riesiges Problem. Zusätzlich dazu kommt das, was Sie sagen. Die Satzmelodie, die Aussprache, die Betonung, all das bringt zusätzliche Schwierigkeiten mit sich. Ein bisschen von dem nutzen wir, um herauszufinden, wo ein Punkt gesetzt werden muss, um so ein bisschen eine Struktur zu schaffen. Aber das ist ein zusätzliches Problem, ist eine zusätzliche Komplexität, an der wir forschen. Da sind wir aber noch lange nicht am Ende. Da geht es vor allem um die Nuancen und eines Satzes. Wie bringt man einen Duktus in einen Vortrag? Aber so weit sind wir noch nicht. Hier geht es vor allem darum, ein Instrument anzubieten, um sich Einblicke zu verschaffen, um eine Vorstellung zu bekommen, auch wenn man vielleicht nicht die menschliche Rede in all ihren Dimensionen erfasst. Jetzt noch 2 Wortmeldungen und dann kommen wir zum nächsten Vortrag. Sally Bell vom Europarat. Danke für den Vortrag. Also Sie sagen, das gilt jetzt alles nur für unterschiedliche Kontexte und andere Situationen, aber es gibt eine Situation, die Sie vorgestellt haben, in der ich mich frage, ob die Nutzung von Maschinen nicht sogar schädlich sein kann, und zwar humanitäre Krisensituationen.
Da hat man ja mit Leuten zu tun, die traumatisiert sind, die physisch verletzt sind, und die muss man dazu bringen, mit Ärzten zu reden. Wie kann man ein Kind dazu bringen, über eine Maschine mit einem Arzt zu reden? Behindert eine Maschine da nicht sogar die Kommunikation? Dolmetscher sind sehr wichtig für die Erleichterung von Kommunikation, dass ich erwarten würde, dass in einer solchen Lage man lieber keine Maschine verwenden will. Bin wirklich froh, dass Sie das ansprechen, denn genau diese Überlegung und dieselbe Befürchtung hatten wir auch. Hier passiert zweierlei. Wir haben angefangen, monolinguale, lokale Menschen zu nutzen als Facilitatoren sozusagen oder als Assistenten. Also Sie haben recht, wenn ein amerikanischer Marinesoldat vor einer armen Frau in Thailand steht, dann ist es natürlich bedrückend und auch einschüchternd. Aber wie gesagt, es gibt, wir haben Menschen in Thailand und Kambodscha, die mit den Leuten reden, die aber auch nur eine Sprache sprechen. Also das sind Assistenten, die die Sprache vor Ort sprechen, und die Unterhaltung zwischen dem ausländischen Arzt und diesem Menschen vor Ort läuft über die Maschine. Dann noch ein zweiter Punkt. Wir waren wirklich sehr überrascht über das, was Sie angesprochen haben. Ich habe die ganze Welt bereist, war selber da, und eine meiner größten Befürchtungen ist immer, ob die Leute Angst davor haben, in ein Mikro, in ein solches Gerät zu reden. Da hat sich aber gezeigt, nein, sie haben keine Angst. Das sind Leute, die oft keine Gesundheitsfürsorge haben, die tragen auch keine Brillen, sie haben aber alle Handys. Also in der ganzen Welt hat sich das Handy durchgesetzt, immer mehr. Und das bedeutet, in einer Maschine zu reden, ist für Leute in der ganzen Welt überhaupt nichts Merkwürdiges mehr. Also hier ändert sich die Welt wirklich, dass solche Befürchtungen eigentlich immer mehr verschwinden. Muchas gracias. Y la última pregunta. Vielen Dank. Eine letzte Frage. Herr Skrowonski von der Universität Poznan. Danke, ich werde Polnisch reden. Chciałbym serdecznie pogratulować wspaniałej prezentacji i wyrazić przekonanie, że na pewno. Ja, danke, vielen Dank für den ausgezeichneten Vorschlag. Ich möchte hier meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass solche Übersetzungen und Verdolmetschungen viele Anwendungen in der ganzen Welt finden werden. Ich möchte aber auf einen sozialen Aspekt hinweisen. Wie im Falle des tragbaren Konsekutivverdolmetschungsgerätes werden Geräte ja oft nicht richtig verwendet. Und diese Geräte werden statt einer simultanen Verdolmetschung verwendet. Und was hier wichtig ist, ist die Mission. Wir müssen der Welt erklären, dass die Anwendung dieser Systeme begrenzt ist und dass menschliche Übersetzer oder Dolmetscher dadurch nicht ersetzt werden können. Yes, I. Ja, in der Tat, ich habe überhaupt nichts einzuwenden gegen das, was Sie sagen. Ich stimme Ihnen wirklich voll und ganz zu, das sagen wir auch immer wieder. Es ist einfach nur enttäuschend, wenn wir den Eindruck vermitteln, dass alle technischen Probleme gelöst seien und dass perfektes Verständnis generiert wird. Ich glaube, so passiert es im Grunde nicht. Auch nicht bei den Übungen, an denen wir teilnehmen. Da sind normalerweise menschliche Dolmetscher dabei. Aber sie sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden. Meistens handelt es sich um 5 bis 10 Dolmetscher, die Teil der Gruppe sind. Manche werden lokal engagiert. Sie sind nicht solche Expertendolmetscher wie hier. Also da mag es Qualitätsprobleme geben mit ihrer Verdolmetschung. Aber die Ärzte bevorzugen diese Leute wegen ihres kulturellen Verständnisses und in die Integration in das Leben vor Ort. Aber routinemäßige Dinge kann man mit solchen Geräten machen. Wie in den Triage-Stationen. Also da funktionieren Geräte gut und das stört die Leute auch überhaupt nicht. Da
ist es wirklich ein gutes Instrument und auch ein Beispiel für die Symbiose, von der ich vorhin sprach. Menschliche Dolmetscher zu engagieren, ist natürlich immer gut, aber routinemäßige Sachen können Maschinen leisten. Ganz herzlichen Dank an Herrn Dr. Weibel für diesen faszinierenden Vortrag.